Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maya. Ihr werdet das nicht glauben, die Spinne ist wieder da. Und ihr werdet das nicht glauben, wo ich sie dieses Mal sehe. Und ich werde sie da nicht wegsetzen. Aus Gründen. Ich zeig sie euch mal. Pass mal auf. Da. Auf dem Katzenfutter. Ja, ich weiß nicht. Frisst die da? Sitzt die da nur? Jetzt kann man es wirklich sehen. Jetzt könnt ihr mir bestimmt sagen, ist das die Nosferatu-Spinne oder ist es eine normale Spinne? Doch, die frisst doch da wohl offensichtlich das Katzenfutter. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, wie bewegt sich da auf sehr gefährlichem Territorium? Aber hier ist sie. So. Am Katzenfutter. Das finde ich doch gut. Irgendjemand hatte mir gesagt, ich soll sie nach draußen setzen oder sie wieder austrocknen oder so. Aber es scheint ja nicht so zu sein, denn Katzenfutter enthält viel Feuchtigkeit. Und wenn die Spinne denkt, das ist was zu essen, dann ist es doch eine gute Sache. Ja, soll ich sie mal anstupsen? Nein, nein, ich lasse sie in Ruhe. Ich stupse sie nicht an. Also so viel dazu. Hoffentlich frisst die Mrs. Whiskers die Spinne nicht irgendwann auf. Wie gesagt, die Spinne bewegt sich da auf sehr gefährlichem Territorium. Aber eben das eine, wenn sie ihre Freude hat. So, das war's schon. Das sollte nur ein Mini-Video sein, wo die Spinne jetzt schon wieder zu sehen ist. Auf Wiedersehen.